Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung von dem Set Infianos Interceptor mit der Artikelnummer 70162, 313 Teilen für 29,99 mit zwei Figuren. Die erste Figur ist Infianos, so sieht er von hinten aus, auch hinten bedruckt und so von vorne, die Hose ist auch bedruckt. Er hat noch so einen großen Umbau, sage ich jetzt mal, so sieht das Ding von hinten aus. Er klaut so zwei Chemikalien und er fährt auf einem Surfbrett oder Hoverboard genannt hier. Dann ist das hier Salmon Blaze. Er hat ein Roboterbein und sozusagen ein Doppelgesicht. So. So sieht er von hinten aus, auch von hinten bedruckt. Und das ist sozusagen eine von diesen neuen Waffen, die halt auch schießen kann. Genau. Und hier kommt sein Auto bzw. Flugzeug angerast. Man sieht mal, es kann fahren. Es ist ziemlich futuristisch gehalten mit diesen zwei großen Rädern vorne und den kleinen hinten. So sieht es von oben aus und es hat ein paar nette Spezialfunktionen, die wir euch jetzt zeigen. Man kann nämlich einmal hinten sowas öffnen und dann zwei von den neuen Raketen abschießen. Das finden wir ziemlich cool. Dann kann man auch nochmal das Cockpit öffnen. Wer hätte es gedacht? Es gibt auch mal hier eine Art Schleudersitz. Funktioniert, wenn man auf den Knopf drückt, fliegt der Sitz raus. Nein, er fliegt nicht raus. Entweder sind wir zu blöd, das zu verstehen, oder von Lego ist es einfach ein Fail. Und so sieht es aus, wenn man ohne Schleudersitz macht. Nein, man kann es auch in ein Flugzeug verwandeln. Wie gesagt, man dreht einfach die Räder so nach unten und das ist ein Flugzeug. Was ein bisschen dumm ist, es hat unten so einen Nöppel dran, dass es total schlecht fährt. Wenn man ihn einfach abmacht, fährt es viel besser und die dienen auch nicht zu irgendwas optisch Schöneren. Das war's von der Review vom Set Infernal Interceptor. Wir hoffen, es hat euch gefallen und hier nochmal ein kleiner Fail. Ja, das ist es mir gefallen.